Bradley Wiggins hat als erster Brite die Tour de France gewonnen. Nach drei harten Wochen ließ sich der 32-Jährige bei strahlendem Sonnenschein in Paris feiern. Seinen Sieg widmete er seiner Frau. Wiggins sagte, der Toursieg sei der Höhepunkt seiner Karriere, nicht aber seines Lebens. Die angereisten britischen Fans jubelten ihrem neuen Nationalhelden zu. Seit zwei Jahren liegt Großbritannien im Radsport vorne. Wir haben den Weltmeister, den Tour de France-Sieger und in einer Woche hoffentlich den Olympiasieger. Top of the world. Der erste britische Sieger in 109 Jahren Tour de France zu sein, dafür benötigt man Kraft, Durchhaltevermögen und einen starken Willen. Ganz Großbritannien ist stolz auf Wiggins. Es ist der perfekte Auftakt für die Olympischen Spiele, so Premierminister David Cameron. Nach seiner Siegerehrung wandte sich Wiggins an seine Landsleute, er wünschte ihnen eine gute Heimreise und riet ihnen, sich nicht zu sehr zu betrinken.